Hallöchen und herzlich willkommen zur letzten Ausgabe dieses Let's Plays von Wildstar mit mir, Zavex, und als Spielfigur Safina Firestar, der Glöpfchen Glöpf, hier mit einem wunderbaren Kostüm. Und in dieser Folge werden wir eigentlich gar nicht so viel machen, sondern ich werde reden und ein bisschen durch die Stadt laufen und Dinge tun und kann man das neu anklicken? Gibt es das? Eigentlich? Oh. Tja. Zwischensequenz noch kurz erleben. Seid gegrüßt, meine treue Bürgerin. Nach einer langen, beschwerlichen Reise durch Raum und Zeit liegt der Planet Nexus endlich vor uns. Die Erfüllung unserer uralten Bestimmung ist nah. Das Dominion hat Zeiten der Dunkelheit hinter sich. Doch ich schwöre beim Blut der Eldan in meinen Adern, dass ich das Imperium in ein neues Zeitalter des Ruhmes führen werde. Hier, auf dem heiligen Boden unserer Ahnen. Bürger wie ihr machen dies möglich. Bereitet euch auf die Herausforderung vor. Das... Wow. Ah! Ich verstehe. Die haben doch den Anfang komplett umgeändert. Das Ding kam ja doch sonst am Anfang. Dann kam es jetzt wahrscheinlich viel mal, wenn man jetzt in die Stadt kommt. Okay. Nun. Gut. Das war jetzt echt nicht geplant. Konnte man früher halt nichts anklicken. Nun. Funny. So. Und passt ja auch irgendwie. Denn dieses Let's Play ist vor 2 Jahren tatsächlich angefangen. Also 170 Folgen in 2 Jahren. Nun. Da gab es schon mal ein paar mehr Folgen, mal ein paar weniger Folgen, ein paar Pausen. Aber insgesamt finde ich das doch ganz okay. So in 2 Jahren. Und in 2 Jahren auch viel erlebt. Auch wenn es nur bis Level 35 ist, mache ich also nicht die komplette Levelzahl bis Max voll. Was natürlich schade ist, wir gehen ein bisschen in die Wohnung, denn da ist es meistens etwas gemütlicher als so in dieser Stadt. Aber auch dort ist es Nacht. Nun gut, dann lassen wir es mal bei Nacht sein. Wenn es so sein soll. Denn wir haben hier einen fresh Beat. Are you prepared? Yeah. Then let us begin. Bam, bam. Nicey Stein. Calibrating my settings. So, kann es ein bisschen hinschillen. Und weiter mit unserem netten Glüpschi-Glüpsch ein bisschen rumgucken. So, nun. Was wollte ich sonst noch sagen? Ja. Insgesamt liegt das aus mehreren Gründen. Zum einen, da ich immer seltener Zeit hatte für Wildstar, es aufzunehmen und die Ruhe zu finden. Denn bei einem MMO muss halt alles klappen, weil man halt nichts wiederholt aufnehmen kann, wie bei Ratchet, wenn mal was schief geht. Das geht, ganz gut, aber bei Wildstar muss man halt ein paar Vorkehrungen treffen, dass man dann auch nicht gestört wird oder möglichst diese ganzen Faktoren auf ein Minimum zu reduzieren. Plus Internetverbindung und schieß mich tot, war alles mal ein bisschen... Uiui. Dann natürlich der Punkt, dass so insgesamt die ganzen Let's Plays, auch wenn ich nur 2 mache und es in der Regel irgendwie nur noch 4 Folgen pro Woche rauskommt, das echt wenig ist im Vergleich zu anderen, die raushauen. Aber nun, ich sehe auch nicht einen großen Maschen-Content, so 1000 Folgen rauszuschießen. Kann ich auch gar nicht, denn ich studiere. Im Gegensatz zu Leuten, die es vielleicht hauptberuflich machen, da ist es was ganz anderes. Oder Leute, die abends sehr viel Zeit haben und Sachen halt sehr ungeschnitten einfach rausdonnern. Ich weiß, meine Videos haben auch nicht viel Schnitt und auch nicht so mega Aufwand wie andere fresh geschnittene und toll aufbereitete Gameplay-Videos von anderen. Aber Wildstar war in den 2 Jahren überwiegend ein Herzensprojekt gewesen. Aus dem Grund, weil dieses Spiel mich, bevor es überhaupt erschienen ist, sehr gefreut hatte. Dann, wie es erschienen ist, mich gefreut hatte. Dann leider nicht viel Zeit hatte. Und dann einfach, weil ich es auch gekauft hatte und weil ich die Zeit unbedingt dafür haben wollte, weil ich dieses Let's Play genutzt habe, um es zu starten und ungefähr auch meine Spielweise 1:1 wiedergeben. Das heißt, unglaublich langsames sein und jeden scheiß Dialog lesen, das hat, ich glaube, in den ganzen 2 Jahren nicht jedem gefallen. Da habe ich auch schon ein paar gehört, so, oh, mach doch schneller, flieg die Sachen weg. Aber ich finde halt schade, dass gerade bei einem MMO,
was viele vernachlässigen, also die achten auf die Quests, also auf das Design, wenn da irgendwas passiert und wenn laute, also gesprochene Dialoge, aber im Grunde sind das so Wegklicker, ich will grind, Level, push. Das ist nicht meins. Deswegen habe ich immer sehr geschickt gespielt und nach 2 Jahren Level 35, naja, mehr, dadurch, dass auch, ich wollte nicht noch mehr Folgen rausholen, einer Zeit lang hatte ich das, aber dann hatte ich keine Zeit und dann hatte ich eher so auf Vorrat und dann lief das trotzdem nicht immer ganz gut. Nun, ich hatte aber dennoch vor, vielleicht andere Ideen an Wildstar auszuprobieren, irgendwelche Specials, nicht zusammenschnitten von irgendwelchen Dungeons oder ähnliches. Oder auch nicht. Ich leg mich da jetzt nicht fest. Ich guck einfach, was das so rübergeht, so rumkommt und was ich so für andere Sachen machen möchte. Denn auch wenn man sagt, oh, nur 2 Let's Plays, nur so selten, hat das doch recht viel Freizeit gekostet und doch zu wenig Freizeit übrig geblieben, dass ich doch für andere Projekte großartig mich beschäftigen könnte. Deswegen geht zum Beispiel einfach bei Ratchet diese 100% Sachen, gerade bei der PSP-Teil, immer noch im Rückstand, was sehr unangenehm für mein Empfinden ist, weil ich einfach da voll dabei bin, sein möchte, tun. Aber Prüfungen blockieren mich meistens. Und es wird 2017 nicht besser, denn da steht dann tatsächlich die Masterarbeit dran. Und ja, das heißt dann ab die Hälfte des Jahres, also irgendwo ab Juli, September oder August oder vielleicht später eher, keine Ahnung, bin ich voll da drin. Und ich habe keine Ahnung, wie sehr das einen beansprucht. Insbesondere, weil man fast ein halbes Jahr in dem ganzen Kockel drin ist. Und dann viele Fragezeichen stellen sich auf im Jahr 2017 für mich. Und deswegen ist Wildstar erstmal Schluss. So sieht's aus. Das sieht so aus, als würde das ein Fernseher sein und die Glubschis das da reingucken. Finde ich schon ein bisschen gruselig. Ich ändere jetzt diesen Skin lieber mal. Skin. Dup. Hier haben wir den. Oh, ich bin geschützt, Skin. Dann haben wir hier noch den total evil Skin. Dann haben wir den, oh yeah, ich bin so cool Skin. Und als euch mochte oder ich mag diese Kostümveränderung und das ist derzeit einfach mein Lieblingsskin, weil das einfach mir so vorstelle, wie Safina eigentlich die meisten Skins so, oh, was könnte man fancy zum Thematik passen oder welche coolen neuen Items hat man gehabt, um das einzukleiden. Deswegen habe ich mal versucht, so nach 5-6 Folgen halt mindestens spätestens den Skin zu ändern. Aber dieser Skin, so stelle ich mir tatsächlich so ein bisschen Safina vor, wie sie wirklich an Stizzle an die Action rangeht. Und so von dem Startklamotten, von den ersten, kommt das so ein bisschen das am nächsten hin. Und deswegen, ich mag die Frisur, dass die Haare jetzt ein bisschen durch den Brüste klippen. Oh, ich habe Brüste gesagt. Ist natürlich ein bisschen komisch. Aber insgesamt finde ich das voll schicki. Auch mit so kleinen Wummen, es müssen nicht immer große Wummen sein. Manchmal liegt auch in den Kleinen die Kraft. Ach ja, bevor ich es vergesse, Vergangenheits-Havex hat noch etwas entdeckt in der Höhle aus der letzten Folge. Und das wollen wir mal kurz hören. Vergangenheits-Havex? Sind Sie da? Vergangenheits-Havex? Hey, Zukunfts-Havex, hier ist Vergangenheits-Havex. Was geht ab? Hier ist noch mal eine kurze Meldung aus der Höhle. Hier haben wir ein paar Sachen vergessen. Zum Beispiel den Stein hier, deswegen sammle ich den jetzt mal ein. Woo! Aufgrund der schieren Menge und Intensität der Macht, die durch diese Höhle geströmt wird, konnte ich nicht nur einmal beobachten, wie sich spontan elementare Lebensformen bildeten. Obwohl sie selten länger überleben, ist es nicht undenkbar, dass wir Geräte zu deren Stabilisierung entwickeln könnten. Ich werde die Idee mit dem Pell besprechen und sehen, ob sie mir beim Bau eines solchen Geräts behilflich sein können. Cool. Okay. Ich glaube, das war's. Deswegen geht's jetzt zurück zu Zukunfts-Havex oder Aktuells-Havex oder... Naja, ihr wisst schon. Wuppdi-doo!
So, das war er. Fancy. Krasser Schnitt. Ja, ich mag diese Teile. Aber ja, allgemein dieses Reden, einfach sich in diese unterschiedliche Stimmen auszudenken, unterschiedlich nervige Stimmen sich auszudenken. Weil manche Charaktere sehen nervig aus, da kriegen die halt auch eine nervige Stimme. Und dann ist es halt für manche halt auch sehr störend, wenn man so redet, aber ich finde dich voll nice. Allgemein, bei White Star hat man einfach eine gewissere Freiheit gehabt, dadurch, dass es halt viel textliche Dialoge war, die ich einfach versucht hatte, oder Monologe oder Schriftzüge, die ich versucht habe zu reden, und das alles toll. Ich mag Wildstar. Ich finde einfach schade, dass es immer unbewohnter wird und alle Leute so, ja, Wildstar, das ist das nicht schon seit 2015 eingestellt? Was, das gibt's noch? So 2016, gibt's noch? Was ist... Und ja, es gibt es natürlich, wenn Leute hierher kommen. Wenn alle Leute fragen, ja, wenn da keiner ist, dann gehe ich da nicht drauf. Aber die Logik, ich verstehe sie nicht. Weil, wenn man nicht drauf geht, also, wenn diese Leute, die sich alle von, ich spiele nur Wildstar, wenn Leute da sind, wenn alle drauf gehen würden, dann ist doch voll viel los. Dann haben sie ihr Problem selber behoben. Aber dann so, nee, ich gehe da nicht drauf, deswegen spiele ich das gar nicht. Und wie man vielleicht bei meinem Let's Play sehen kann, kann man auch sehr viel Spaß mit dem Spiel haben, wenn man sehr, sehr wenige Leute sieht. Und ich war jetzt wirklich nicht so der Kommunikativste in diesem Spiel. Weil, naja, passt bei so einem Singleplayer-Let's Play auch nicht so ganz ideal, meistens mit in der Gruppe Leuten zu spielen. Nun, ach, lass uns doch noch ein bisschen ins Häuslein gehen. Ins wunderbare Häuslein. Juhu. Ah, so schön grün. Immer noch so schön grün. Oh ja, mit dieser tollen Chill-Musik. Yo, yo, yo. Oh, das ist doch fancy. Ich mag es. Diese komischen Neonfarben. Dieses viel zu wältige. Dieser Schrank, der aussieht aus dieser Perspektive, als würde er auf mich fallen und ich sterben. Und diese Unordnung. Ah, oh, Safina, diese Unordnung. Und da immer was zum Essen. Immer wichtig. Und hier können Kunden reinkommen und Safina sagt so, yo, 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 was geht ab? Job, yo, 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 yo. Ah, wunderbar. Mir gefällt's. Ja, insgesamt kann ich nur sagen, wow, du hast ja eine schöne Zeit, dieses Let's Play. Aber wenn man irgendwo, muss man bei einem MMO ein Ende finden. Und gerade bei der Zahl, fast genau 2 Jahre, ein paar Tage mehr, aber... fast, ja, 2 Jahre. Das ist doch schön. Schön. Nach 2 Jahren. Man kann natürlich schwer einsteigen. Oder ich kann verstehen, wenn bei den hohen Zahlen auch immer weniger einsteigen. Oder dann auf das Spiel gucken. Aber na gut. Das macht auch Sinn. Man klickt selten in ein Let's Play rein, was dann so, oh Gott, das ist Folge 140. Ich verstehe es. Und deswegen probiere ich ein paar andere Sachen aus. Und ich hoffe, die fancy Sachen werden eingefallen und ich werde sie auch hinbekommen. Ha, denn ich, das ist auch, wenn man ehrlich ist, ein bisschen auch an der Gewohnheit des Sehens in den Jahren, in 2, 3 Jahren, wo ich jetzt auch schon, oder drei, vier Jahre, wo ich schon Videos mache, sehr, sehr Let's Play fokussiert. Hat man auch, da habe ich gerade, wie ich angefangen bin, habe ich fast nur Let's Plays geguckt. Und jetzt gucke ich kaum noch Let's Plays, sondern eher andere Gaming-Videos und denke so, what? Genau das will ich auch machen. Und dafür braucht man Zeit. Und dann nimmt man sich Freizeit. Und da Ratchet noch ein sehr so ein zielstrebiges Projekt ist, dass ich jetzt zu den Spielen komme, wo ich Blind Brutus bin, mich sehr deswegen drauf freue, fällt Wildstar im Grunde zur Schere. Und aus den davorigen Gründen. Aber das Spiel, die Aufnahmen, die waren schon alle sehr nice. Und ich muss sagen, ich hatte unglaublich Glück, denn in der ganzen Zeit, all den Folgen, ist keine einzige Folge kaputt gegangen oder sonst wie verloren gegangen. Das lief alles. Ich glaube, ein, zwei Unterbrechungen gab es mal irgendwie so mit, dass dann irgendwie die Post kam oder so. Aber insgesamt waren die Aufnahmen
richtig fresh. Und ich mag diese komischen, random, dummen Wörter nutzen, wo Leute sagen, oh nein, anyway, nicht deine Stimme. Nutze nicht viel fresh oder yo, yo, yo. Swaggledy, daggledy, meggledy, boogledy, schwuppdi, schwubbledy. Ich mag das. Und ich mag das noch viel mehr. Und wenn ich dann noch vielleicht etwas scripten könnte, dann wäre das doch viel fancy, staudiger. Oh yeah, das ist nice. Nicer Schüssel-Dischel. So, und ich würde sagen, mit diesem Dischel-Dischel beende ich die letzte Folge von Wildstar, wo wahrlich nicht viel passiert ist, sondern ein Depp unglaublich lange gequatscht. So, wir sehen uns irgendwo anders im Leben oder so. Oder wenn nicht, dann frage ich mich, hey, what up? Oder so. Ach komm, folgt mir auf Twitter oder kommt auf Teamspeak oder so, auf alles auf Twitter sehbar. Yo, 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 voll swaggity. Und dann sehen wir uns bei einem anderen Projekt hoffentlich wieder. Ich freue mich drauf, ja, 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 wow, cool. Ich bin Zavex, das ist Safina, die echt, das sieht echt gut aus. Ich fand mein Design hier echt nice funky. Okay. Tschüss, Sikorski. Ciao.